Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC bei Werder Bremen. Der Endstand lautet 2:1 für Bremen. Ein letztlich verdienter Werderaner Sieg gegen eine Karlsruher Mannschaft, die zwar gekämpft hat, aber offensiv sich wirklich sehr, sehr schwer getan hat. Erste Halbzeit war der Karlsruher SC gut drin, hat gekämpft. Werder hat aber die Mehranzahl der Chancen gehabt und war letztendlich gesehen auch besser. Herr Krasi konnte sich bei seinem Torwart Gersbeck bedanken, dass es zur Halbzeit 0:0 stand. In der zweiten Hälfte ging Bremen nach 51 Minuten durch Marvin Ducksch in Führung. Der KSC wusste aber darauf eine Antwort und markierte durch Philipp Hoffmann 9 Minuten später das 1:1. Danach war der KSC besser drin. Doch Bremen erzielte durch Anton Jung in der 78. Minute das 2:1 und somit gewann Bremen insgesamt verdient mit 2:1 gegen eine Karlsruher Mannschaft, die zwar offensiv nicht viel zustande gebracht hat, aber gefightet hat bis zum Schluss und somit auch sich nichts vorwerfen lassen kann. Und in Bremen kann man verlieren, das ist sicherlich keine Schande, aber man muss jetzt gegen Sandhausen punkten, um nicht in die gefährliche Zone hineinzurutschen. Der beste Spieler des KSC waren Philipp Hoffmann und der Torhüter Gersbeck. Wie habt ihr denn das Spiel gesehen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, dann war's das von meiner Seite heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns über euer Feedback. Vielen Dank fürs Anschauen. Hier ist noch ein anderes Video. Hier ist noch eine Playlist. Und hier unter mir könnt ihr mich abonnieren. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.